Unter dem Motto „Tour de Chance gegen Kinderarmut“ radelte Volkshilfedirektor Erich Fenninger durch ganz Österreich. Am 18. Juni 2024 radelte er mit Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Tunst durch das Burgenland. Die Radtour startete in Stegersbach vor dem Campus BHAG-BHAS. Neben Fenninger und Tunst beteiligten sich noch ca. 100 Personen an der Tour. Besonders zu erwähnen ist, dass sich über 30 Schüler und Professoren der HAG Stegersbach an der Tour beteiligten und mitgeradelt sind. Es gab mehrere Stationen, bei denen die Botschaft weitergegeben wurde. Ja, dass uns jedes Kind wichtig ist, dass jedes Kind zählt und jedes Kind die gleichen Chancen haben soll. Und dafür radeln wir, dafür engagieren wir uns, dass wir das endlich realisieren und dass nicht nur die privilegierten Kinder Chancen haben, sondern auch die Kinder von armutsbetroffenen Eltern. Ja, ich glaube, dass die Kinder, vor allem die Armutsbetroffenen, genau wissen, dass sie arm sind, dass sie wissen, dass kein Geld zu Hause ist. Und viele andere Kinder, die in derselben Klasse sind, wissen, dass sie Schwierigkeiten haben, sozusagen, dass die armutsbetroffenen Kinder Schwierigkeiten haben, dabei zu sein. Also die Kinder und Jugendlichen können mehr zusammenhalten, sehen, wer hat das Geld nicht, wohin zu gehen und dann gemeinsam die Dinge zu machen. Weitere Stationen waren die Mittelschule und Volksschule St. Michael im Burgenland, der Kindergarten Sulz, die Volksschule Güssing und die letzte Station war der Sonnenmarkt in Güssing, bei dem auch die Abschlussveranstaltung stattfand. Hallo! An jeder Station versammelten sich Kinder, um die Botschaft entgegenzunehmen und somit erreichte sie über 1000 Personen. Der größte Empfang fand vor dem Sonnenmarkt in Güssing statt. Für Erich Fenninger war diese Tour bis jetzt die größte und beste. Ja, fantastisch. Die Volkshilfe Burgenland hat es spektakulär organisiert. Wir haben jetzt schon über 1000 Kinder und Jugendliche getroffen in den verschiedensten Schulen, sind durch wunderschöne Landschaften gefahren. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, dass wir radeln gegen die Kinderarmut. Jedes fünfte Kind ist betroffen und das wollen wir nicht mehr. Österreich zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Trotzdem ist schon jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Ja, indem die Sozialleistungen nicht jene erreichen, die die Hilfe am meisten brauchen. Deshalb wollen wir eine Kindergrundsicherung. Jedes Kind soll gleich viel in Österreich bekommen und die Kinder von armutsbetroffenen Eltern ein wenig mehr. Dann hätten wir die Kinderarmut besiegt, wir wären die erste Republik der Welt und jedes Kind könnte alle Chancen verwirklichen. Auch auf behinderte Kinder wird besonders geschaut. Also natürlich sind behinderte Kinder jetzt schon, haben die erhöhte Familienbeihilfe, das sollte gleich bleiben. Nur grundsätzlich meine jedes Kind einmal grundsätzlich denselben Betrag, plus die armutsbetroffenen Kinder das mehr. Und behinderte Kinder selbstverständlich brauchen die weiterhin eine besondere finanzielle Unterstützung. Die Tour de Chance war ein voller Erfolg und hat ihr Ziel erreicht, meint Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Tunst. Die Tour ist immer wieder gleich wichtig. Voriges Jahr zum ersten Mal im Burgenland, im Norden, dieses Mal im Süden, weil es immer darum geht, Kinder zu erreichen, Erwachsene zu erreichen, zu sensibilisieren, dass es nicht allen Menschen gut geht. Das ist in höchstem Ausmaß gelungen, weil wir, Sie sehen, ja, von so vielen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen begleitet werden. Es ist eine Freude. Sind Sie der Meinung, dass das was wirkt, dass die Kinder werden was unternehmen?
Ich bin ganz sicher, weil ich mit den Schülerinnen und Schülern in jeder Schule gesprochen habe, dass ganz sicher sie darüber nachdenken. Vor allem aber auch die Lehrerinnen und Lehrer mit ihnen darüber reden. Was verdienen die Eltern? Was braucht ein Haus? Was braucht ein Auto? Wie viel musst du verdienen? Was brauche ich? Was brauchst du als Kind, als Jugendlicher? Kannst du mal einsparen? Kannst du anderen helfen? Und sie werden auch alle die Geschäfte hier besuchen. Das ist wichtig, da kann ich Ihnen das am besten erklären. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuschauer? Dass ich stolz bin auf meinen Bezirk Güssing, auf Schüler und Schüler, auf Schulen, auf Erwachsene. Die haben das heute so angenommen, das ist ein Volksfest. Jetzt noch die Botschaft des Volkshilfedirektors Erich Fenninger. Kinderarmut abschaffen, wir können das, wir wollen das erste Land der Welt werden, das verwirklicht.